Okay, wir beschäftigen uns heute mit Kongruenzabbildungen. Kongruenzabbildung werden wir uns gleich mit befassen, was das ist, ne? Das sind spezielle Abbildungen der Ebene auf sich selbst. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. So, ich habe Ihnen mal hier ein paar Abbildungen mitgebracht und stelle Ihnen jetzt mal die Frage, um welche Abbildungen es sich da handelt. Schauen Sie sich die mal an und versuchen Sie mal rauszukriegen, wie das eine Dreieck auf das andere abgebildet werden kann. Was muss man da tun? Suchen Sie sich eine von den dreien aus. Ja? Okay. Links oben wurde es an einer Spiegelachse gespiegelt. Wo liegt denn die Achse? Horizontal bei 4. Okay, ich mach's mal, zeige ich das mal, skizziere es mal hier ein, ne? Naja, okay. So in etwa, ne? Also klar, hier müsste derselbe Abstand sein von B zu B'. Vielleicht kann ich es nochmal ein bisschen besser machen. So in etwa, ne? Okay. Wie kommen Sie drauf, dass das hier diese Abbildung ist, ne? Eine Spiegelung an der Achse? Können Sie es begründen? Okay. Ich wiederhole es nochmal. Wenn man die Abstände messen würde, der Punkte zur Spiegelachse, wäre das jeweils der gleiche Abstand, ne? Genau. Man misst hier oder man schaut, wie weit ist A von der Spiegelachse weg. Dazu muss man das Lot fällen oder eine senkrechte Gerade oder Strecke hier draufzeichnen, hier genauso. Und dann misst man die Abstände von A' zur Geraden, von A zur Geraden, das müssten die gleichen sein, ne? Genauso hier. Und wenn das für alle Punkte der Fall ist, also für C und C' auch, aber theoretisch auch für diesen Punkt hier, ja? Oder für diesen und so weiter und so weiter. Hoch, zurück. Dann handelt es sich wohl um eine Spiegelung an der Achse. Okay. Gibt es andere Vorschläge? Nee, okay. Dann lassen wir es mal dabei. So, weitere Abbildungen sind hier auf der Folie enthalten. Welche gibt es noch? Bei der Abbildung oben rechts haben wir eine Punktspiegelung am Punkt D. Wie kommen Sie darauf? Okay, also die Abstände von A zu D und A' zu D, das haben Sie geschätzt und gesagt, okay, das ist ungefähr gleich. Ja. Okay, also man kann hier sehen, die Punkte und ihr jeweiliger entsprechender Punkt, also B, B', C, C', A, A', ja, die scheinen alle jeweils gleich weit weg zu liegen von dem Punkt D. So. Das heißt, es könnte sich hier um eine Punktspiegelung handeln. Genau. Hat jemand noch eine andere Idee? Ja? Ah, gute. Ja, sieht so aus, ne? Als hätte man dieses Dreieck ABC um den Punkt D herum gedreht. Ne? Also, dass man hier, man kann sich vorstellen, man nimmt den Punkt D als Drehzentrum und greift sich das Dreieck und dreht es um D herum. Dann könnte sein, dass C auf C' landet und A auf A' und B auf B'. Ne? Um 180 Grad um den Punkt herum gedreht, um Punkt D. Ja, stimmt, haben Sie auch recht. Das ist sowohl eine Punktspiegelung als auch eine Drehung um 180 Grad um den Punkt D herum. Okay, wie sieht es bei der unteren aus, bei der unteren Abbildung?
was könnte da passiert sein? Oder anders formuliert, wie könnte man A, B, C hier auf A', B', C' abbilden? Wer hat eine Idee? Ja. Genau, eine Verschiebung. Ah ja, Sie haben es jetzt auch im Koordinatensystem interpretiert, 2 nach rechts und 1 nach oben, ungefähr, ne? Ja, genau. Also eine Verschiebung, zeichne mal das ein, was Sie gerade gesagt haben, 2 nach rechts und 1 nach oben. Und hier genauso, 2 nach rechts, 1 nach oben, 2 nach rechts, 1 nach oben. Können wir schneller verschieben? Ja? Ja, genau. Einfach die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck nehmen, das wir uns jetzt hier denken, Verschiebungsdreieck, okay? Also einfach hier so schräg rüber, oder? Diese Verschiebung und diese Verschiebung. Okay. Ja, ist eine Verschiebung. Das Dreieck wurde einfach verschoben. Wenn Sie sich jetzt mal diese Abbildungen hier anschauen, was haben die denn gemeinsam? Mal sehen, ob Sie da schon eine Idee haben, was die gemeinsam haben. Ja? Ja, was alle drei gemeinsam haben. Okay. Können Sie noch nicht draufkommen, weil ich Ihnen noch kein Gegenbeispiel gezeigt habe? Gehen wir mal auf die nächste Folie. Ich habe Ihnen noch ein paar mitgebracht. Wie sieht es denn hier aus? Versuchen Sie hier mal herauszufinden, welche Abbildungen da dahinter stecken. Links, rechts, können Sie wieder entscheiden. Wer hat eine Idee? Ach, mal jemand anders. Ja? Ja. Okay, also es ist eine Verkleinerung. Ne? Genau, das würde ich jetzt mal so übernehmen. Ob das Verhältnis sich der Seiten geändert hat, da wäre ich vorsichtig. Ne? Ja. Ja, die ist größer geworden oder kleiner geworden, ne? Genau. Also wenn ich A'C' und A und C vergleiche, dann hat sich die Länge geändert. Genauso bei den anderen. Ne? Können Sie was sagen über diese Längenänderung jetzt im Vergleich? Also die Längenänderung von AC zu A'C' und die von AB zu A'B'. Wenn man diese Längenänderungen vergleicht. Ja? Könnte beides mal die Hälfte sein ungefähr vielleicht. Also ungefähr ähnlich zumindest. Das heißt, die Längen wurden vermutlich alle um den gleichen Faktor gestreckt oder gestaucht. So. Das heißt, hier sagt man Streckung dazu. Kennt jemand den exakten Begriff? Das ist eine zentrische Streckung um einen Punkt herum. Und dieser Punkt ist auch hier eingezeichnet mit H. Ja? Und wenn man jetzt hier nämlich beispielsweise die Punkte A, A' und H verbindet, so, ja, B, B' und C, C', dann sieht man, warum das Ganze zentrische Streckung heißt. Es ist von einem Zentrum aus, ist, okay, wenn man jetzt von A, B, C ausgeht, von dem Dreieck A, B, C, ist es größer gemacht worden, indem man einfach hier Strahlen zeichnet von H durch die einzelnen Punkte durch und dann entsprechend
ja, an denselben Stellen wieder das größere Dreieck nimmt oder, wenn man von dem größeren Dreieck ausgegangen ist, dann entsprechend verkleinert entlang dieser Strahlen. Man kann vorstellen, dass man das kleine Dreieck jetzt, dass man die Punkte hier auf den Strahlen belässt und das kleine Dreieck einfach entlang der Strahlen verschiebt und dadurch wird das Dreieck größer. Wenn man es entlang der Strahlen wieder zurückschiebt, dann wird es kleiner. Okay, das ist eine zentrische Streckung. So. Wie sieht es denn hier rechts aus? Was könnte das sein? Sowas Ähnliches hatten wir schon mal gehabt, eben gerade. Wer sieht's, ja? Ja, das ist wieder eine Drehung um den Punkt D. Wir hatten eben auch schon eine Drehung gehabt um 180 Grad, ne? Was könnte das hier für eine Drehung sein? 120 vielleicht, ne? Also wenn man hier schaut, der Punkt A wird um den Punkt D gedreht auf A'. Das hier könnten 120 Grad sein, so ein Drittelkreis. B wird auf B' gedreht und C auf C'. So. Jetzt haben wir hier zwei Abbildungen. Schauen Sie sich nochmal genau an oder behalten Sie sich im Gedächtnis. Und wir gehen nochmal zurück zur vorhergehenden Folie. Diese drei. Ich sage Ihnen jetzt, eine von den fünf passt nicht dazu. Eine von den fünf ist irgendwie anders. Welche? Ja. Die erste auf der zweiten Folie ist anders. Warum ist die anders? Also diese hier, die linke, ne? Die ist anders. Warum? Ja, genau. Der Flächeninhalt wird verändert. Wer kann es nochmal anders formulieren? Ja? Die Dreiecke sind nicht mehr deckungsgleich, genau. Kongruent wäre sozusagen das Fremdwort dafür, das Synonym ist. Die Dreiecke sind nicht mehr gleich groß. Ich kann nicht das eine Dreieck auf das andere drauflegen und sie überdecken sich exakt. Sie sind nicht deckungsgleich. Deckungsgleich, hier rechts sehen Sie, Sie können das Dreieck ABC nehmen und drehen. Und Sie können es so drehen, dass es auf A', B', C' liegt und beide Dreiecke exakt aufeinander liegen, deckungsgleich sind. Das können Sie ja links nicht mehr schaffen, ne? Sie können nicht eines der beiden Dreiecke so verschieben oder auf das andere draufschieben, dass die beiden deckungsgleich sind. Das eine ist größer als das andere. Gehen wir mal zurück. Na, Hilfe. Vorhergehende Folie, nochmal vorhergehende Folie. So. Hier bei diesen drei Abbildungen ist es genauso, ne? Da sind die Dreiecke, also das Dreieck und das Bild des Dreiecks sind deckungsgleich. Man kann sie aufeinander schieben und sie sind gleich groß, überdecken sich exakt. Ist klar. Man hat hier, was haben wir hier? Hier haben wir eine Geradenspiegelung. Ja, bei der Geradenspiegelung, da wird ja hier an der Achse lediglich das Dreieck hier rüber geklappt. Ich kann aber dieses Dreieck, wenn ich es hier drauflege, also wenn ich es hier rüber klappe, dann liegen die exakt aufeinander. Hier bei der Punktspiegelung ist es auch so, ne? Die Punktspiegelung ist eine Drehung um 180 Grad. Kann man sich mal überlegen, warum das so ist. Nur wenn ich hier um 180 Grad drehe oder Punktspiegle, dann kann ich das eine Dreieck exakt auf das andere draufdrehen. Auch bei der Verschiebung hier, ja? Klar, Verschiebung heißt ja, ich kann das eine auf das andere draufschieben und sie sind gleich groß. Und wenn ich mir hier nochmal diese Drehung anschaue, auch hier, wenn ich drehe, na, dann ändert sich ja an der Größe nichts. Ja? Das Dreieck bleibt in seiner Form und Größe gleich und wird nur in der Lage verändert im Raum. Anders bei der zentrischen Streckung. Bei der zentrischen Streckung ändert sich tatsächlich die Größe. Die Form nicht so richtig. Also die Form bleibt gleich. Das Aussehen, das Erscheinungsbild bleibt gleich, es wird nur größer oder kleiner. So. Die Abbildungen, bei denen die Figuren und die entsprechenden Bildfiguren deckungsgleich bleiben, ja, diese nennt man Kongruenzabbildungen, ne, weil die Figuren kongruent sind unter dieser Abbildung. Vielleicht nochmal. Gehen wir noch hier zurück.
Streng genommen ist so eine Kongruenzabbildung keine Abbildung einer Figur auf eine andere Figur, sondern eine Abbildung der gesamten Ebene auf sich selbst. Sie können sich das so vorstellen, ne? Nicht nur diese drei Punkte oder nicht nur die Punkte des Dreiecks werden verschoben, sondern auch dieser Punkt hier, auch dieser Punkt hier, nennen wir es mal E, dieser Punkt wird verschoben auf E'. Und jeder andere Punkt, auch dieser und dieser und dieser, werden verschoben. Also Sie können sich das so vorstellen, als hätten Sie eine Overhead-Projektorfolie, wo also ein Dreieck drauf gedruckt ist. Sie verschieben aber nicht nur das Dreieck, sondern Sie verschieben die gesamte Folie. Ja, also die gesamte Ebene wird abgebildet auf sich selbst. Die Ebene ist ja ein unendlich großes Konstrukt in beide Dimensionen. Und jetzt nehmen Sie die gesamte Ebene und verschieben sie einfach mal in eine bestimmte Richtung. Dann hätten Sie diese Verschiebung als Kongruenzabbildung. Und natürlich werden auch alle Figuren, wenn Sie so wollen, auf der Ebene mit verschoben. Ebenso bei der Drehung. Sie drehen nicht nur dieses Dreieck, Sie drehen die gesamte Ebene um den Punkt. Und damit natürlich auch alle Figuren, die auf dieser Ebene drauf liegen, also auch dieses Dreieck. So, also Sie sehen hier bei diesen... Und genauso bei der geraden Spiegelung, da wird nicht nur das Dreieck gespiegelt, sondern eigentlich wird die gesamte Ebene umgeklappt. Und damit auch, also würden Sie die Overhead-Projektorfolie einfach mal rumdrehen. Und damit natürlich alle Figuren auch, die sich auf der Ebene befinden. Okay, wir haben hier die geraden Spiegelung, die Punktspiegelung oder Drehung und die Verschiebung identifiziert als Kongruenzabbildungen. Die Figuren unter dieser Abbildungen bewahren bestimmte Eigenschaften und andere nicht vielleicht. Das gucken wir uns genauer an. Eins ist aber klar, die Größe bleibt. Ja? Also die Figuren sind deckungsgleich unter dieser Abbildung. So, genauso hier bei dieser Abbildung, bei der Zentrumstreckung ist es nicht mehr so. Diese Abbildung, weiß jemand, wie der Oberbegriff dieser Abbildungen heißt? Das sind keine Kongruenzabbildungen mehr. Ne? Die beiden Dreiecke sind nicht kongruent. Diese Abbildungen sind Ähnlichkeitsabbildungen. Die Dreiecke sind nämlich nicht kongruent, sondern ähnlich. Sie sehen ähnlich aus. Also Ähnlichkeit ist ein mathematischer Begriff, der sagt, man kann die zwei Figuren sind dann ähnlich, wenn sie durch zentrische Streckung ineinander überführt werden können. Ja? Könnte man es vielleicht sagen. Okay. So. Also hier nochmal Kongruenzabbildungen, auch Bewegungen, kann man dazu auch sagen, ja, sind Spiegelungen, Verschiebungen und Drehungen. So, und die Punktspiegelung, fassen wir jetzt mal unter die Drehung dazu, ne, weil die Punktspiegelung ist eine Drehung um 180 Grad. Außerdem steht hier, und die Verknüpfung dieser Abbildungen. Also wenn man sie verkettet, hintereinander ausführt, ist eigentlich auch klar, ne? Wenn ich ein Dreieck verschiebe, dann ist das, was da rauskommt, kongruent zum Ursprungsdreieck. Wenn ich es dann nochmal drehe, bleibt es kongruent. Wenn ich es dann nochmal spiegele und nochmal verschiebe und nochmal drehe und nochmal spiegel und so weiter, es ändert sich ja niemals das Dreieck selbst in seiner Form und Größe, sondern es wird immer nur entweder verschoben oder gespiegelt oder gedreht. Das heißt, wenn ich zwei solche Abbildungen nehme und hintereinander ausführe, das heißt verknüpfe oder verkette, dann ja, bleibt das Gesamte trotzdem eine Kongruenzabbildung. Weil wenn ich jetzt das Dreieck oder kann ja auch irgendeine sonstige Figur nehmen, weil diese Figuren unter dieser Verkettung der Abbildung kongruent bleiben. Gut. So. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Eigenschaften an. Und zwar kann man generell bei Abbildungen die folgenden Eigenschaften sich anschauen. Und wir nehmen jetzt mal eine Beispielabbildung, nämlich die Achsenspiegelung. Okay? Ich mache hier nochmal so eine Achsenspiegelung hin. Also hier Spiegelachse, ein Dreieck. Das wird jetzt gespiegelt. Hier ist der Punkt A,
Der wird abgebildet auf den Punkt A', B auf B' und C auf C'. Ne? So. Okay. Jetzt gucken wir uns mal die einzelnen Eigenschaften an. Längentreu. Was könnte längentreu bedeuten, wenn es eine Abbildung längentreu? Ja? Ja. Wenn die Längen der Seiten gleich bleiben, ganz allgemein gesprochen, egal welche Strecke man nimmt, ja, die Länge der Strecke unter der Abbildung bleibt gleich. So. Ist die Geraden Spiegelung längentreu? Ja, nicken, genau, klar. Ne? Jede Länge bleibt gleich unter der Geradenspiegelung. Die ist längentreu. So. Anders die zentrische Streckung, die wir uns gerade angeschaut haben. Ne? Wenn das Dreieck größer oder kleiner wird, dann ist die Längentreue nicht gegeben. Das heißt, zentrische Streckung beispielsweise nicht längentreu. Aber hier die Achsenspiegelung, die ist längentreu. Winkeltreu, was könnte das bedeuten? Ja? Ja, genau. Die Winkel haben die gleichen Größe vor und nach der Abbildung. Also ein Winkel und sein Bild, das Bild des Winkels, die haben die gleiche Winkelgröße. Also wenn ich jetzt hier diesen Winkel nehme, diesen hier, und sein Bild, dann sind die beiden Winkel gleich groß. Und egal, welchen Winkel ich nehme, ne, ich kann auch hier oben einen Winkel nehmen und das Bild, die sind gleich groß. Ne? Okay, also die Winkel bleiben gleich groß. Geradentreu. Diese Eigenschaft bedeutet, dass Geraden wieder auf Geraden abgebildet werden. Also Geraden werden auf Geraden abgebildet, nicht auf krumme Kurven oder sowas. Wie sieht es hier aus? Bei der Achsenspiegelung werden Geraden auf Geraden abgebildet? Ja, ne? Klar. Also wenn ich eine Gerade habe, ich habe hier eine Gerade, so, die geht unendlich weiter natürlich, sonst wäre es eine Strecke, ne? Oder eine Halbgerade. Also die Gerade geht in beide Richtungen unendlich weiter. Wenn ich hier spiegele, dann wird das auch wieder abgebildet auf eine Gerade. Da kommt nichts Krummes bei raus. Ich klappe ja einfach nur die Overhead-Projektorfolie um. Das heißt, eine Gerade bleibt eine Gerade. Also, Winkeltreue ist gegeben und Geradentreue ist gegeben. So, wie sieht es mit Parallelen aus? Werden parallele Geraden wieder auf parallele Geraden abgebildet? Auch, ne? Ja, klar. Also, wenn ich jetzt hier eine Parallele einzeichnen würde, dann würde die hier drauf abgebildet werden. Und egal, welche zwei parallelen Geraden ich habe, unter der Geradenspiegelung bleiben diese Geraden auch parallel. Das heißt, auch Parallelentreue ist gegeben. Sie merken, das ist jetzt hier haben wir bislang alle Eigenschaften gegeben. Die Kongruenzabbildungen sind natürlich spezielle Eigenschaften, ne, bei denen ganz vieles erhalten bleibt. Es gibt ganz viele mathematische Abbildungen, bei denen bleibt nicht so viel erhalten. Ne? Da sind dann Geraden hinterher krumme Kurven, ja? Oder Parallelen sind auf einmal nicht mehr parallel und so. Sowas gibt es auch. Die Kongruenzabbildung aber, das sind ganz besondere Abbildungen, bei denen viele Eigenschaften erhalten bleiben. So, wie sieht es mit Orientierungstreue aus? Was könnte man darunter verstehen? Hat jemand eine Idee? Ja. Ja? Ja. Ja, genau. Sehr schön. Genau. Die Winkelbezeichnung ist eine andere. Ja, die ändert sozusagen die Richtung. Das hatten Sie gerade gesagt. Ne? Hier, wenn ich diesen Winkel hier nehme, dieser Winkel wird mathematisch bezeichnet als, oder BAC. Ja, BAC. Dieser Winkel ist dann aber CAB. Da hat sich was geändert. Oder anders gesagt, das Dreieck, wenn ich das Dreieck betrachte, wie
Herum werden die Punkte beim Dreieck benannt. Also mathematisch positiv heißt immer gegen den Uhrzeigersinn. Ein Mathematiker denkt erstmal gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, die Dreieckspunkte werden noch so bezeichnet, A, B, C, so herum. Ja? A, B, C. Während bei der geraden Spiegelung sich das Ganze rumdreht. Das heißt, die geraden Spiegelung ist nicht orientierungstreu. Die Richtung, in der die Punkte benannt werden bei dem Dreieck, sind, die dreht sich rum. Okay, das bezeichnet man als orientierungstreue, beziehungsweise eben in diesem Fall nicht orientierungstreu. Okay. Jetzt kommen hier unten noch drei weitere Eigenschaften, die eher als Existenzfragen zu verstehen sind. Existieren Fixpunkte, existieren Fixgeraden und existieren Fixpunktgeraden? So, fangen wir mal an mit Fixpunkten. Was könnte ein Fixpunkt sein? Was bedeutet der Begriff Fixpunkt? Hat jemand eine Idee? Das könnte man sich herleiten. Könnte es bedeuten, Fixpunkt? Any ideas? Der Ausgangspunkt, von dem aus ich das Abbild schaffe? Nee, ich habe hier keinen Ausgangspunkt, sondern eigentlich ist meine Gerade ja meine Ausgangssituation. Ne? Ja? Achso, nee, auch nicht. Okay, ich verrate es Ihnen. Fixpunkte sind Punkte, die unter einer Abbildung auf sich selbst abgebildet werden. Ich habe einen Punkt und ich bilde ihn ab und er landet wieder auf sich selbst. Durch die Abbildung. Gibt es so Punkte hier? Hat jemand einen Punkt? Der auf sich selbst abgebildet wird bei der Achsenspiegelung? Ja? Genau, ne? Alle Punkte, die auf der Spiegelachse liegen. Wenn ich jetzt hier einen Punkt habe, dieser Punkt, oh, eigentlich wollte ich rot, das ist egal. Dieser Punkt hier, der wird abgebildet, wenn ich ihn spiegle an der Achse, auf sich selbst. Ja? Dieser hier nicht. Dieser Punkt wird auf den abgebildet. Dieser auch nicht. Dieser wird auf den abgebildet. Aber dieser Punkt, wenn ich den spiegle an der Achse, dann wird er auf sich selbst abgebildet. Das heißt, es ist ein Fixpunkt. Das haben Sie gleich erkannt. Alle Punkte auf der Spiegelachse, das sind Fixpunkte. Ne? Diese Punkte werden auf sich selbst abgebildet. Ja. Keine anderen. Alle, die außerhalb liegen, werden irgendwo anders hingespiegelt. Ne? Aber die Punkte auf der Achse werden auf sich selbst abgebildet. Okay, also es gibt Fixpunkte, nämlich alle Punkte auf der Spiegelachse. So, gibt es Fixgeraden? Gibt es Geraden, die auf sich selbst abgebildet werden? Ja? Die Spiegelachse selbst, genau klar. Ne? Wenn ich die Spiegelachse an der Spiegelachse spiegele, dann landet die Spiegelachse auf der Spiegelachse. Okay, klar. Gibt es noch weitere Fixgeraden? Genau. Die im rechten Winkel oder die senkrecht stehen auf der Spiegelachse. Also jede Gerade, die senkrecht steht, also diese hier zum Beispiel, die wird auf sich selbst abgebildet. Ja? Diese Seite wird ja hierüber geklappt und diese Seite hierüber. Das heißt, diese Achse landet auf sich selbst. Genauso diese hier.
Jede Gerade, die senkrecht steht auf der Spiegelachse, wird auf sich selbst abgebildet bei der Achsenspiegelung. Und zusätzlich noch die Spiegelachse selbst. Jede andere Gerade, also eine, die jetzt hier runter verläuft beispielsweise, die wird ja komplett hier rüber gespiegelt. Oder eine, die schräg, wie zum Beispiel hier, die schräg sind, die werden auch nicht auf sich selbst abgebildet. Sondern nur die, die senkrecht verlaufen zur Achse oder die Achse selbst. Das sind Fixgeraden. Also es gibt auch Fixgeraden. So, jetzt kommt noch eine spezielle Form oder eine spezielle Eigenschaft. Existieren Fixpunktgeraden. Was sind jetzt Fixpunktgeraden? Fixpunktgeraden sind Geraden, die komplett aus Fixpunkten bestehen. Jeder Punkt der Geraden muss ein Fixpunkt sein. Gibt es die hier? Gibt es hier Fixpunktgeraden? Ja? Die Spiegelachse, genau. Na? Die Spiegelachse ist sogar eine Fixpunktgerade. Die Spiegelachse ist eine Fixgerade, sie wird auf sich selbst abgebildet, und sogar eine Fixpunktgerade, weil jeder Punkt der Spiegelachse ist ein Fixpunkt. Wenn ich jetzt diese Achse, diese Gerade hier nehme, diese hier, ja? Diese Gerade, das ist zwar eine Fixgerade, sie wird auf sich selbst abgebildet, sie ist aber keine Fixpunktgerade, weil sie nicht nur aus Fixpunkten besteht. Denn dieser Punkt hier ist definitiv kein Fixpunkt, der wird hier rüber gespiegelt. Okay, dieser Punkt hier ist ein Fixpunkt, ne? Aber jeder andere Punkt der Geraden ist kein Fixpunkt. Okay, das heißt, es gibt Fixpunkte, Punkte, die auf sich selbst abgebildet werden. Es gibt Fixgeraden, Geraden, die auf sich selbst abgebildet werden. Und Fixpunktgeraden, das sind Geraden, die nur aus Fixpunkten bestehen. Und in dem Fall hier haben wir also, die Fixpunkte liegen alle auf der Spiegelachse, die damit eine Fixpunktgerade ist und auch eine Fixgerade natürlich. Und die Senkrechten auf die Spiegelachse sind Fixgeraden, aber keine Fixpunktgeraden. So. Jetzt haben wir die Achsenspiegelung untersucht. Und was Sie jetzt zu Hause mal machen können oder in der Übung, ist die anderen Kongruenzabbildungen auf diese Eigenschaften überprüfen. Ja? Also gucken wir mal die Drehung an. Wie sieht es denn bei der Drehung aus? Und wie sieht es bei der Verschiebung aus? Ja, und vielleicht kann man sich auch mal die zentrische Streckung hernehmen, die jetzt keine Kongruenzabbildung ist, und die mal untersuchen. Und dann kann man feststellen, was denn oder welche Eigenschaften die Kongruenzabbildungen denn alle gemeinsam haben und was sie von anderen Abbildungen unterscheidet. Okay, gibt es von Ihrer Seite erstmal noch Fragen hier an der Stelle? Okay, achso, hier habe ich noch mal ein paar Beispiele zur Orientierungstreue. Gucken wir uns die mal an. Ich habe hier drei Abbildungen dabei und schauen wir mal, ob die orientierungstreu sind oder nicht. Dass wir gucken, ob dieser Begriff, dass dieser Begriff klar ist. Wie sieht es denn bei der Abbildung links oben aus? Orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? Ja? Nicht orientierungstreu. Warum? Ja. Also hier mit dem Uhrzeigersinn, ne? Genau. A, B, C, D, E. Und hier ist es gegen den Uhrzeigersinn. A, B, C, D, E. Okay. Das heißt, die Abbildung hier scheint nicht orientierungstreu zu sein. Wie sieht es mit Beispiel 2 aus? Orientierungstreu oder nicht orientierungstreu? Ja? Beides mal im Uhrzeigersinn. Schauen wir mal. Also orientierungstreu. Hier einmal so herum. A, B, C. Und einmal ebenfalls A', B', C'. Genau, zweimal im Uhrzeigersinn. Diese Abbildung wäre also orientierungstreu. Wie sieht es bei dieser Abbildung hier aus? Beispiel 3. Ja? Ja? Nicht orientierungstreu, warum?
Genau, hier ist im Uhrzeigersinn, hier nicht. Okay, das ist ja auch hier scheinbar eine, wenn man mal genau hinschaut, wahrscheinlich eine Achsenspiegelung, ne? Und da haben wir auch gerade festgestellt, Achsenspiegelungen sind generell nicht orientierungstreu. Gut. So, das hatten wir auch schon kurz angesprochen. Was bedeutet Verknüpfen oder Verketten von Achsenspiegelungen? Das bedeutet einfach, oder von Abbildungen, nicht nur von Achsenspiegelungen, aber auch von Achsenspiegelungen im Speziellen, bedeutet einfach nacheinander ausführen der Spiegelung oder der Abbildung. Und naja, in der Mathematik ist es so, da muss man sich auf Konventionen einigen. Hier bedeutet jetzt in unserem Fall, wir haben erstmal zum Beispiel eine Achsenspiegelung Alpha und dann eine Achsenspiegelung Beta. Ja? Und wenn wir das so schreiben, Alpha kringelt Beta, dann bedeutet das, erst wird an Alpha gespiegelt, dann an Beta. So. Jetzt werden ein Haufen Mathematiker kommen und sagen, um Gottes Willen, das ist doch aber eigentlich erst, so muss man das andersrum lesen. Alpha kringelt Beta bedeutet erst an Beta, dann an Alpha. Ja, also muss man sagen, es ist Konvention, okay, wie rum man das liest. Es gibt jede Menge Mathematiker, die lesen da von rechts nach links. In unserem Fall wäre das jetzt eine zusätzliche Verkomplizierung. Das brauchen wir eigentlich nicht, sondern wir denken ganz normal von links nach rechts und wissen, das ist Konvention, okay? Also wir meinen damit hier erstmal wird die Achsenspiegelung Alpha ausgeführt und dann die Achsenspiegelung oder Abbildung Beta. Also ein Beispiel. Ich habe hier eine Achse und sag mal, okay, diese Spiegelung an der Geraden hier, das soll die Achsenspiegelung Alpha sein. Dann habe ich hier eine Gerade. Die Spiegelung daran soll die Achsenspiegelung Beta sein. Und wenn ich jetzt hier einen Punkt habe, dann bedeutet die Abbildung Gamma, ich spiegle den Punkt erstmal an Alpha, ja, erst an Alpha gespiegelt und dann an Beta gespiegelt. Dann habe ich hier den Punkt P' und den Punkt P2'. So, ja. Erst an Alpha gespiegelt, dann an Beta. Das soll die Abbildung Gamma sein. Und jetzt kommt eine sehr spannende Geschichte, sich nämlich mal anzuschauen, was passiert, wenn ich verschiedene Abbildungen hintereinander ausführe. Welche Eigenschaften gibt es dann und um welche Abbildungen handelt es sich dann im Speziellen? Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ja, also die Frage, was passiert eigentlich, wenn man Kongruenzabbildungen miteinander verknüpft? Na, was passiert denn, wenn ich zwei Achsenspiegelungen miteinander verknüpfe? Und welche Fälle gibt es? Okay, und die unterschiedlichen Fälle, die untersuchen wir jetzt mal.